Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch zeigen, was ihr alles für die Glipper- bzw. Match-Herausforderung machen müsst, um dort den weiteren Stil freizuschalten. Und als erstes müsst ihr zwei Zwerge finden, und zwar einen hier zwischen dem Logjam-Werk, dann der Stelle, dem dann der Hütte dort und dem Dosenbaum, der sich dort befindet, also da zwischen da und da. Und der Zwerg sollte dann hier vor diesem Baum ziemlich genau an der Stelle sein. Wer nicht hier gerade auf dem Weg zur zweiten Position ist, könnt ihr natürlich gerne ein Abo auf dem Kanal dalassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Außerdem checkt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal, und heute werde ich den Solo Cup wieder spielen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Zwergesposition, und zwar müsstet ihr zwischen dem Haus und dem Haus sein und das ziemlich genau hier auf dieser Blumenwiese irgendwo. Müsst ihr einmal kurz lang gucken. Denke ich mal, sollte man schnell finden. Das waren dann die schwierigeren Missionen. Der Rest sollte selbsterklärend sein. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.